Dieses Stück hat seine unglaublichsten Seiten in der Erzählung von finsterster Ausweglosigkeit, von entsetzlicher Last auf den Schultern der Leute, von einer allgemeinen Situation der Enge, der Perspektivlosigkeit und des Fehlens von Hoffen oder wenigstens auch nur Wünschen. Ein paar Figuren in diesem Stück haben noch ein fiebriges Sehnen. Und das ist, was so viel Energie entfacht und was sich so schmerzhaft Bahn bricht in einer generellen Situation von Enge und Rigidität, von einem generell falschen Leben, in dem es kein richtiges geben kann. Und die erste Setzung überhaupt war zu sagen, ich brauche wirklich historische Kostüme, in denen diese Eingesperrtheit nicht nur dem Bühnenbildner als Aufgabe gegeben wird für das Ganze, sondern in dem die Eingesperrtheit auch mit jedem Kostüm wirkt auf jeden Sänger. Vordergrund der Satz, dass man in dem Amt des Königs nicht privat sein darf. Das ist etwa, was der Großinquisitor dem König sagt. Hör mal, du möchtest König sein, dann hast du kein Recht darauf, Mensch zu sein. Du hast kein Recht darauf, Freunde haben zu wollen. Du kriegst auch keine, du wirst nie welche haben. Das heißt, diese Trennung von politischem und privatem kann man in jedem anderen Theaterstück ziehen, aber nicht in diesem, in dem es tatsächlich um den unmöglichsten aller Throne geht, nämlich um den Thron des spanischen Weltreichs. Verdi hat so die Gefühle von Menschen komponiert, das einfach wegzugehen von diesen Emotionen und Leidenschaft beim Singen, das ist unmöglich, man kann gar nichts machen, man muss einfach diese Musik vertrauen und singen und kann man alles einfach so zeigen. Von Angst und Ohnmacht durchsetzten Seelenraum, in dem wir uns da befinden, gibt es Theaterwände, die das Gesamte einsperren und in denen die Figuren, dadurch, dass wir die Theaterwände als solche zeigen, sie sind nach vorne offen, tatsächlich als Theaterfiguren auf einer Bühne eingesperrt sind, ans Licht des Publikums, ans Licht der Bühne gezerrt, um dort ihre Eingesperrtheit nicht einmal verbergen zu können, sondern die Eingesperrtheit zeigen zu müssen.